Hallo, willkommen zurück zu Super Mario RPG. Beim letzten Mal waren wir hier in Küstenstädt und haben die Toads befreit, die dort gefangen waren. Denn jetzt hat sich herausgestellt, dass die merkwürdigen Toads fake waren. Es war nämlich ein gewisser Sperrfried, gegen den wir gekämpft haben. Und wir haben unseren fünften Stern wieder zurückbekommen dadurch, dass wir ihn besiegt haben. Also, das war schon ein interessanter Part letztens. Und jetzt geht's ja nach Randland, wo es wohl angeblich Nettomonster geben soll. Und jetzt kriegt man einen Speicherpunkt. Warum auch immer. Aber ich tue es einfach mal. Falls es irgendwas bringen sollte. Können wir irgendwie... Wahrscheinlich ist die Kronote dafür da, oder? Nein, so nicht. Upp. Okay. Hier ist nichts, okay. Bing, bang, 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 bing, hui. Hä? Was ist das denn? Aua, muss das sein. Kühtrich ist ein starker Feind. Dann... Mach mal Biskuit auf alle. Oh, ernsthaft? Das ist jetzt voll Einflößer. Tot. Aha. Boom. Angriff erhöht. Aha. Stimmt, die haben ja alle neue Waffen bekommen im letzten Part. Weil wir ja... Oder noch mehr. Und ich dachte, wir hätten alle besiegt. Der hat immer noch vergiftet, warum? Ach ne, der wurde gerade vergiftet durch das Viech. Aua. Aha. Autobauser, der muss den Wurf von Schuh immer noch. Und noch den da. Gegen die vier setze ich das hier ein. Da habe ich echt keinen Bock dazu. Dead. Kurzer Prozess. Dafür gibt es ein Level Up für Peach. Level 14. Diesmal gibt es die Magiestärke. Ah ne, und du heilst mein Mellow. Du kriegst zweimal. Dankeschön. Da ist doch was. Ich sehe da einen Schatten. Nein, da will ich noch nicht hin. Noch nicht. Komm, vielleicht kommen wir hier. So? Nein. Schon wieder? Oh, ernsthaft? Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Kommen wir so nicht rauf? Da ist doch was. Aber wie? Frage. Hm. Sehr merkwürdig. Der fällt einfach runter. Und er greift sein... Was? Okay.
Danke dafür. Aua. Yay. Als ob. Aua. Wieso? Okay, ein Shy Guy mit Bienenflügeln, I guess. Dead. Angewöhnt. So. Hilf mir nicht. Oh. Mist. Danke für die Hilfe. Aua. Du musst bis bitte auf die Krei. Aua. Was bist du eigentlich? Ein Kardunkel. Ach du Heiliger. Da war die Pilze da. Um die für sowas aufzuheben. Oh hey, noch ein Speicherpunkt. Dankeschön. Und was sind ihr für Viecher? Bienen. Komm her, ich will gegen dich kämpfen. Aha. Lilip und Stichler. Noch du. Yay. Oh, Level ab gleich für Genos, wie ich sehe. Kämpfe doch gegen dich. Ja. Du bist immer noch nicht tot? Ernsthaft? Halt jetzt. Voll KP. Dankeschön. Aua. Das war viel zu früh. Level up für Gino! Level 15! Und du bekommst. Ja, auch einen Angriff. Warum denn nicht? Das wollte ich noch nicht. Ich wollte. Sieht ja noch was. Außer ein Gegner. Kann man hier rum eigentlich? Nö. Okay, dann halt nicht. Wupp. Oh. Hi. Aua. Kaboom. Voll KP. Und
Gab uns sehr hoch. Und Bowser hat auch kein Level ab. Wupp. Oh, das ist doch knapp. Bleib doch mal drauf. Oh. Das war jetzt ganz falsch. So. Wupp. So. Oh, gleich in den Gegner rein. Mist. Aua. Mach mal Triotech gegen die vier. Kann ich mal kurz den Prozess machen. Kaboom. Der Pfeil ist wieder unten. Oh. Wir fallen und sprechen mit dem Typen. Hahaha. Wir kommen an der Himmelsbrücke. Der tollen, trickreichen Touristenaktion. Hurra! Traust du die Brücke überqueren? Ich muss ja, wahrscheinlich. Alles klar. Da brauche ich 5 Münzen von dir. Alle gefällig? Ja, erzähl mir. Die Himmelsbrücke kann ich auf 3 Arten überquert werden. Wer runterfällt, ist sofort dequalifiziert. Deine Wahl ist einfacher, deine Blöcke fallen nicht runter. Um einen Block weiter zu bringen, halte L in bestimmte Richtung und drücke dann B. Wenn du es schaffst, erst verloren 5 Münzen gut geschrieben. Vielleicht wird genau wie der Normal Code eine feine Blöcke runter, wenn du zwar auf der Hand stehen bleibst. Fürs Verhältnis des Codes wirken dir 8 Münzen. Auf dem Prosecode gibt es richtige Sache. Nicht nur Porten die Blöcke unter die Füßen weg, die Sprünge selbst auch kräftiger. Also bekommst du einen schönen glänzenden Froschgroschen. Auf einen Kurs musst du springen und bösen Geschossen ausweichen. Warum müssen so Froschgroschen eigentlich immer so nervtötend sein? Ich meine, ja, sie sind wertvoll, aber... Wenn ich bedenke, wie viel Froschgroschen wir für manche Items brauchen, ist es ein bisschen übertrieben manchmal. Aber nee, wir machen die normalen. Hurra, damit viel Erfolg! Möchtest du vielleicht doppelt absahnen? Wenn wir vorne einen Fuß oder einen Glück zu kommen, wenn ich schaffe, vielleicht kann ich dann gewinnen. Achtung, der Kurs ist nicht so schwer, sondern kriegt auch eine einzige Chance, aber wiederum wird eigentlich nicht erwischt. Nein, muss nicht sein. Dann hier, ich will, kannst du versprochen? 5 Münzen. Also, wir haben keinen Verlust gemacht. Also, wenn ich gewusst hätte, dass man automatisch auf die Blöcke landet. Ja gut, ich riskier's doch nicht. Muss nicht sein. Oh, die fallen wieder runter. Oh, okay, Speicherblock. Yay. Wir sind immer noch im Randland. Wer bist du? Ha, toll, lange her, dass ich jetzt hier war. Bin nämlich viel gereist und so. Wo seid ihr unterwegs? Hm? Weiter Monsterschlupf? Monsterschlupf? Yeah, I guess. Oh, dann zögert. Am besten ihr sucht den Sandstrudel der Ameise und begabt euch dann weiter. Sucht den Sandstrudel mit Ameise und begabt euch dann weiter. Dann immer schon weiter, dann findet ihr euch im Untergrund den richtigen Weg. Bis auf Monsterschlupf solltet ihr jetzt nicht mehr lange sein. Wir sehen uns dort. Mit der Ameise, sagt er. Das hier? Hi.
Aua. Heldenemse. Der ist ein starker Feind. Bist du vielleicht ein bisschen Pilz? So ähnlich. Oh nein, das ist nicht gut. Sollte vielleicht Angst sein, angstmäßig. Nein. Ah, als ob. Warum immer gegen Mellow? Yay. Und dafür gibt es Level Up für Bowser. Level 15 für ihn. Erdkracher. Die Erde webt. Drücke A, während die Steinspitzen der Erde durchbrechen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da kriegst du auch mehr Kraft. Items. Ich wollte... Ich wollte da noch nicht rein. Erhöht. Daneben. Aua. Dafür hast du das getroffen. Yay. Das da. Da müssen wir rein. Mach mein Ohr. Abwehr erhöht. Yay. Oh, ja. Mario und Mello haben gleich ein Level ab. Da gefällt's hier. Abwehr erhöht. Ach, hallo. Und Level Up für Mario. Und... Ja, ich hab bekommen. Und für Mellow. Yay. Weit in Level 16. Wobei kriegen wir KP. Sind wir jetzt richtig? Wir sind jetzt richtig hier. Gut, dann speichern wir das noch schnell ab. Oh, ups. Weiß nicht, wie weit wir kommen. Ach, so viele Geckos. Auch nicht abwertbar. Geh weg. Ach, Mann, oh.
Ich will nur die Truhe haben. Yay, neuer Level. Für Gino. Level 16. Und du kriegst, ja, auch mehr KP. Und der braucht für Peach. Level 15. Stille. Findere Magieangriffe bei... Ja, Punkt. Findere Magieangriffe, Punkt. Bei guter Ausführung leiden alle Gegner unter Stille. Und du kriegst... mehr Angriff. Ui. Gibst du noch einen Stern? Bitte? Du suchst einen Stern? Ich kann einen verkaufen. Für 100 Münzen! Eigentlich, bis neulich. Ey. Geht doch nicht einfach weg. Ich wollte nur gucken, wie viele Münzen ich habe. Wir kämpfen jetzt nicht gegen alle, okay? Aber für 400 Sterne, alter Schwede. Das ist ein bisschen teuer, nicht wahr? Neue Münzen, dann dürft ihr den Upgrade zum Drücken einer Wurfläche nutzen. Wir müssen erstmal weiter, glaube ich. Ballungstempel. Weißt du, dass du Code erfahren? Du bist übrigens bis dabei. 50 Minuten, das ist okay. Schau mal die Wand hinter mir an. Siehst du diese mythischen Köpfchen? Springe sieben Reihenfolge dagegen, dann erfährst du dein Schicksal. Liebe Reihenfolge. 1, 2, 3. Ah. Schlüpfe in die Röhre in der nächsten Kammer und Untersuchung für köstlich. Die Röhre der nächsten Kammer. In die Röhre der nächsten Kammer. Ja, da ist noch eine Röhre. Das ist nicht gut. Ich bin froh, hier, das ist immer ein Zeichen für einen Bosskampf. Das heißt, ein Haufen Münzen. Genauso wie hier, oder? Eine Froschmünze. Cool, danke. Was hat du zu sagen? Diese die gelbe Pfaffern dort, die bringt dich in den nächsten Raum. Willst du von dort findest, entscheidet das los. Wenn es gekeult ist, triffst du aus Bellum. Monsterstoff sagt direkt hinter. Eine Solo-Bote, bin in der Haia. Ui! Gib mir die Schlüssel und lass dich passieren. Ich hab keinen Schlüssel. Ja, und weiter? Ich hab keinen Schlüssel. Ist also Zufall, was wir in den Raum bekommen, oder was? Hm.
bin jetzt ein bisschen überfragt gerade. Ich habe keinen Schlüssel. Wo soll ich einen Schlüssel herbekommen? Hoch. I don't really know. Okay, bevor ich hier irgendwas falsch mache, informiere mich erstmal, weil ich möchte nicht schon wieder an die Oberfläche und dann wieder zurück und dann den Weg nochmal gehen und so weiter. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe Erfahrung gebracht, was wir machen müssen. Es ist irgendwie random. Wir müssen einfach nur den Raum wieder verlassen mit diesen Dingern. Und dann erscheint wieder, wenn diese Nachricht kommt, dann kommt wieder der Raum mit dem ganzen Stuff da unten. Aber wir haben ja keinen Schlüssel dafür. Den bekommt man wohl irgendwie später. Ich habe keine Ahnung wie. ja. Oh, aber eine andere Nachricht. Ja, das ist ein bisschen random. Ah, diese Nachricht brauchen wir nämlich. Hunger, Hunger, ich will was zu fressen. Denn dann können wir nämlich hier runter und gegen Bellum kämpfen. Anscheinend. Ja, genau. Wir sind auch voll geheilt. Oh, jetzt sieht richtig lecker aus. Zeit für einen Imbiss. Ja, ja. Super Feuerball. Danke, Lisa, erstmal für dich. Feucht, Gift und Stille. Hey, warte, bin ich auch glücklich. Feucht bist du. Anfällig. Daneben. Ernsthaft? Aua. Nee, du machst die Trio-Technik. Wir sind im Tempel, im Himmel. Das gibt Sinn. Boom. Ja, mach Gift. Aha, vergiftet. Vergesse nie einen Geschmack. Er war abschlappern genügend und schon kann ich Feinde klonen. Seht selbst. Am besten seht ihr aus. Wie du schmeckst. Ey! Warum ausgerechnet immer Mellow? Ja, ey, verköstlich. Pass mal auf. Oh no. Mellow-Klon. Mach mal einen Schneemeister, oder? Nimm ein Blitzgewitter. Au. Okay, der ist wirkungslos, dass sie nicht bedenken können. Machen wir weiter Gift. Warum kannst du Elektrostatik und wir nicht? Du greifst mal diesen Meloklon an. Aha. Du? Setz gleich ein Item ein. Und zwar... Honigsirup.
noch auf Furcht auf Bällen. Ich bin kein Funk daneben. Das war jetzt nicht der aus, wie du schmeckst. Ich geh immer wieder dich. Pass auf. Das haben wir Bowser, super. Ja. Oh, nicht schon wieder. Ich verhungere. Noch nach Hause zum Abendessen. Ist dann lecker bissen. You are dead. Aber der Klonboss ist noch da. Oder auch nicht. Gut, dann gibt's das Level Up für Bowser. Level 16. Und du kannst mehr KP haben. Dann komm hoch hier raus. Aber wo der Schlüssel ist für den anderen Raum, das war aber bei keine Ahnung. Das werden wir später da rausfinden. Oh, tag ich mal wieder. Die höre hier von der Monsterstufe, wo ich zu Hause bin. Wieso ist denn dort? Ich hoffe doch. Monsterschlupf. Ui. Speicherpunkt hätte ich jetzt erstmal gerne. Hier ist sowas. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Versteckt. Okay. Dann speichere ich das mal schnell ab. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hier in Monsterschlupf. Mal sehen, was hier so abgeht. Bis dann sage ich, bis dann und Aloha.